EA Sports. It's in the game. Moin moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA Ultimate Team und ich hau mir hier gerade die Kopfhörer aus den Ohren. Ja, letztes Mal habe ich ein bisschen Offscreen gespielt, gegen Borussen Power 4:1 gewonnen und das ist mein neues Team. Aufstellung bearbeiten, können wir mal kurz gucken. Ich habe ein bisschen Geld gesammelt, ich habe auch immer noch ein bisschen, ein paar Euros, so. Meine Ersatzbank, meine Startaufstellung. Ja, ich habe jetzt ein Italien-Team, so ein bisschen. Italien-Serie A-Team. Und wir wollen mal gucken, ob ich jetzt hier einen passenden Gegner finde, den ich mal vernaschen kann. Hoffe ich zumindest, dass das klappt. Manchester. Okay. Ja, er hat Hoffenheim als Trikot. Sehr schön. Gucken wir mal. 62 Chemie. Bewertung 79. Also gleich stark. Genauso stark wie meins. Aber halt 62 Chemie nur. Mal gucken, ob ich damit 100 Chemie punkten kann. Ja. Ich habe gehört, angeblich soll nächste Woche Mittwoch Cristiano Ronaldo im Team der Woche sein. Wollen wir mal schauen, ob er auch dabei ist. Wird zwar nicht passieren, dass ich den ziehe, aber... Vielleicht. Ich dachte mir, ich hole mir mal ein paar Packs, wenn das dann soweit ist. Ah, da habe ich mich ein bisschen verdreht und dann kam der Schuss so schlecht raus. Schade. Sehr schön. Oh, da habe ich den Fuß gehoben. Und da ist er durch, da ist er durch. Super aufgehalten, sehr schön. Und das hat er gerochen, eindeutig. Und jetzt hier über außen, weiterlaufen, 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 weiterlaufen. Sehr schön durchgedribbelt. Oh. Meine Güte, mein lieber Herr Gesangsverein. Nein! Boah! Abseits. Schön gehalten, aber. Ja, ein Tick. Zack. Ah, schade, dass ich da nicht durchkomme. Oh! Ja. So, jetzt hier außen weiter. PP. Shit. Mist, ich wollte ihn gerade zurückspielen. Mist. Mist. Das ist alles viel zu knifflig, was ich hier spiele. Ich muss mich da ein bisschen besser konzentrieren. Aber mit Reden ist dann echt schwierig. Super. Ja, also da kann er mal eine Karte zeigen. Nee, macht er nicht. Zack. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin, mir ein Italien-Team zu machen. Aber irgendwie dachte ich mir, ich habe schon drei Spieler aus Italien. Oh ja, und jetzt. Hol ihn dir. Ach, schon wieder. Ich lenke immer so weit runter. Und dann ist es immer wieder im Gegner. Oh, da liegt er da auf der Linie, der Ball.
1:0! Destro! Sehr schön gespielt, sehr schön gemacht. Genau das wollen wir sehen. Es geht doch, es geht doch. Wuhu! Da freuen sie sich, die Jungs. Yippie-ki-yay, Schweinebacke! Super. Und dann kommt der Schuss. Ja, ich glaube, ich habe ihn ein bisschen genervt dadurch, dass ich ihn... Das habe nochmal extra alles zeigen lassen. Oder sehen lassen. Ah, unnötig. Abseits. Ja. War auch dann am Ende nicht mehr gut gelaufen. Okay, langer Ball. Schön abgewehrt. Und es gibt Ecke. 31 Minuten sind gespielt, fast 32. Oder 32. Minute. Ja, es ist ja schon die 33. Lalala, wie auch immer. Auf diese paar Zahlen kommst du nicht an. Und Stellung. Ach, Mann. Auf jeden Fall sehr gut, dass wir hier schon 1:0 führen. Wunderbar weggehauen. Oh Mann, ich sehe jetzt gar nichts. Das geht mir echt zu schnell gerade. Kommt einer hin? Was ich mich frage ist, mir wurde gesagt, hast du gut fertig gemacht, den Tramper? Ich weiß nur nicht, was das ist. Ich habe gesehen, dass es irgendwie wohl Cheats gab bei FIFA Ultimate Team 12. Ah, abseits, was steht der denn da? Und dass da irgendwie ein Tramper-Programm verwendet wurde, aber ich... Ist es das? Und wieso meint ihr, dass derjenige, gegen den ich da gespielt hatte... Oh, meine Güte. Ein Tramper war, also irgendeiner hat das geschrieben, oder mehrere. Ist das eine allgemeine Beleidigung für so Gegner bei Ultimate Team, oder... Ich weiß es nicht. So, jetzt hier weiter, 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 weiter. Oh! Philippe. Ah, shit. Mist, verdammte Axt. Das geht einfach für den Gegner. Danke. Super. Ich habe ganz leicht angetickt, damit er ihn... Oh nein. Okay, erste Halbzeit haben wir überstanden. Hoffe ich zumindest. Sehr gut. 1:0. Und jetzt müssen wir das 2:0 nochmal draufpacken. Destro in der 27. Minute. Ja, der Spieler ist gut, obwohl er nicht mal die passende Formation hat. Macht aber nichts. Wir haben trotzdem 100%. Supi. Och, komm, Schiedsrichter. Sehr schön. Mein Torwart denkt mit. Das hat man ja nicht so oft.
war gefährlich. Ach, schon wieder nicht. Also ich krieg die Flanken nicht rausgespielt. Und ich weiß nicht, wieso ich das nicht hinkrieg. Das ist eigentlich total einfach, aber ich hau sie immer in den Mann. Ab nach vorne. Bam, 2:0, Pepe. Schöner Abpraller, schön abgestaubt. 57. Minute, wuhu! Ja. Ich hoffe, jetzt übersteuert das nicht. Ich habe die Einstellungen nämlich jetzt nicht kontrolliert. Ich habe nämlich was Neues eingestellt. Irgendwie hat das Mikrofon so am Anfang richtig heftig gerauscht. Und jetzt soll das hoffentlich nicht so sein. Und 3:0. Insigne. Ja, irgendwie so. Da kam er zu früh mit dem Torwart raus und da musste ich nur noch einschieben. Dankeschön. 59. Minute. Am Anfang, erste Halbzeit, hat er richtig viel Druck gemacht. Jetzt muss er sich überlegen, was er da macht. Gerardino hat er. Gelardino. Der ist eigentlich gut. Zumindest habe ich den gute Erinnerung. Aber jetzt bei Ultimate Team und FIFA 13 weiß ich das nicht mehr so genau. Oh. Noch ist da nicht alles vorbei. Ah, Mist. Muriel schießt das Tor, das 3:1. Verdammte Axt. Jetzt will er es aber wissen. Oh je, oh je. Ich schaffe es nicht, den Ball wegzunehmen. Da hat man schön Fernschuss probieren. Ich hätte vielleicht noch weiter laufen sollen. Oh, schön gehalten vom Keeper. Shit! Ich habe ihn da hinten gesehen und ich habe es nicht hingekriegt. Jetzt bloß nicht noch das Spiel verlieren hier, Otaldo. Nicht bloß... bloß nicht in den noch irgendwas kaputt machen. Und weiter, weiter. Hier wird gefightet. You gotta fight for your right. To party. Ja, Schiri, ach komm. Na gut, die Zeit läuft weiter, das finde ich gut. Solange er nicht so viel nachspielt. Oh, 2:1, nicht also 3. Nee. Boah. Meine Güte, habe ich da ein Glück. Hat er schön rausgespielt. Da die Flanke, die war perfekt. Aber der Abschluss war schlecht. 10 Minuten noch, die wir hier überstehen müssen.
komme da nicht ran. Jetzt werde ich hier ungeduldig. Nein! Ich dachte, ich habe da hinten noch nicht gepasst. Was, ein Foul von mir? Niemals. Boah. Ruhig Blut, ruhig Blut. Bam, ab nach vorne. Nein. Ich bin sogar rangekommen. Ja, gibt's Abstoß, ne? Ja. 3 Minuten plus Nachspielzeit. Jetzt am Ende wird es richtig spannend noch. Hier wird es richtig spannend. Shit. Da habe ich gerade versucht, den Ball anzuschneiden und zu schießen. Und das Spiel ruckelt gerade wie Hecht-Sufer. Bom, gut gehalten. Und der Ball ist aus, es gibt Ecke, Abiati, schön gehalten, Jung. Und ich habe nicht gewechselt mal wieder. Und damit haben wir gewonnen, 3:1. Der Endstand. Insigne, Man of the Match mit 4,0. Muriel mit 7,9, der stärkste Spieler aus dem zweiten Team. Aus meinem gegnerischen Team auf Triit oder was auch immer. Ja, es gibt 574 Münzen, nur. Könnte eigentlich mehr sein, gerne. Dann machen wir mal weiter. Kriegen 6 Punkte, das heißt noch 2 Punkte und wir haben schon mal die Mindestgrenze erreicht. Ja, sehr schön, freut mich. Wir sehen uns dann wieder in einer neuen Folge. Bis demnächst. Tschüssikowski.